Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der zweite Part des November-Festivals ist jetzt ab morgen endlich draußen. Und wie erwartet bekommen wir eine Nascience-Unit. Sehr, sehr cool tatsächlich, weil wir hatten das schon an sich gedacht, weil wir haben die Story bekommen und dann gab es auch ein Tease oder ein Leak an sich, wo man Nascience ein bisschen gesehen hat bei Missionen. Und da hat man sich schon gewundert, okay, könnte ja sein, dass man dann diesen auch als Unit bekommt beim Part 2. Und diesmal sind wir auch richtig hier mit Nascience. Und was er macht, darauf gehen wir in diesem Video ein, aber erstmal gehen wir auf die Patch Notes ein und am Ende des Videos dann auf seine Passive und Skills. Seine Outfits sehen wirklich sehr, sehr strong aus, bis auf das hier. Okay, an sich auch sehr, sehr cool. Ist so weihnachtlich orientiert, weil ja bald Weihnachten ist. Wir haben ja schon die Christmas Time, wir sind am 4. Dezember schon. Einfach krank, wie schnell die Zeit vergeht, ist wirklich ehrenlos. Aber an sich sonst, das Outfit finde ich sehr cool. Das Outfit finde ich sehr cool. Nichts, was so wirklich crazy krass ist, aber nicht schlecht auf jeden Fall. Was anderes wäre eine Lüge, muss man einfach ehrlicherweise dazu sagen. Dann, was ich noch nicht erwähnt habe, hier steht es aber noch, ihr könnt das Outfit auch mit Gems kaufen. Müsst hier also nicht nur mit Moneten bezahlen. Die werden aber sowieso dann auch irgendwann mal noch für Gems verfügbar sein, nur dass ihr das jetzt mit Gems bezahlen könnt. Normalerweise. Ich weiß nicht, was sie jetzt hier vielleicht doch noch für eine Änderung raushauen. Dann ein paar Bundles. Falls sie euch interessieren, macht euch einen Screenshot. Ich gehe darauf aber auf jeden Fall nicht ein. Das neue Jumping Box Ticket Event ist auch da, weil wir hatten ja jetzt diese rote Jumping Box. Und jetzt bekommen wir die blaue. Und ich muss sagen, die blaue ist auch sehr, sehr strong. Also lockt euch natürlich jeden Tag ein, um die ganzen Tickets zu bekommen. Aber macht auch die Mission hier, weil da bekommen wir 90 Coin und nochmal 200 von den Blue-Tickets. Ich weiß nicht, ob es genau 200 sind. Ich habe irgendwas jetzt zusammengerechnet. 140 oder sowas, keine Ahnung. Und Nascience eine Multi. Richtig, richtig cool, dass wir nochmal für Nascience eine Multi bekommen. Hätte ich wirklich nicht gedacht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber sehr, sehr geil, dass sie es jetzt doch noch so gemacht haben. Dann, was man bei den Jumping Box Tickets bekommen kann, bei den blauen, ist wirklich sehr, sehr cool meiner Meinung nach. Nämlich kann man hier einmal den grünen Festival Golfer bekommen, dann natürlich diese ganzen Kisten, die grüne Loli Melon, die sehr, sehr gut ist für den Grey Demon, kann man auf jeden Fall da benutzen. Dann bei Round 7 einfach den Harlequin, der blaue Awakenedkin, der Festival, den, wo wir vor 3 Jahren als November Festival bekommen haben, soweit ich mich nicht irren tue. Den benutzt man auch sehr, sehr oft in Guild Boss, also da könnt ihr ihn auch benutzen. Ich weiß nicht, wie es aktuell noch ist, ob man noch immer einen Guild Boss benutzt, aber früher musste ich ihn sehr, sehr oft in Guild Boss benutzen. Und in Round 10 tatsächlich den Light Ultimate Escanor. Sehr, sehr cool, weil er ist noch relativ strong für ein paar PvE-Activities wie Bird, wie Deer, wie Dogs. Da benutze ich ihn überall oder habe ihn benutzt, beziehungsweise. Und falls ihr ein Anfänger seid, ist das perfekt für euch, sage ich euch ganz ehrlich. Also hier bitte auf jeden Fall auch mitmachen, weil das sind sehr, sehr geile Belohnungen, die man unbedingt mitnehmen muss. Was ich mich gerade frage, ist, was in diesen Kisten drin ist. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Gearkiste, gell? Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Gearkiste, die wir jetzt auch bekommen haben. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, die ist sehr, sehr geil, weil ihr bekommt instantly ein HP Defense Gear mit full 15 Rolls. Also das letzte Mal hat man es bekommen. Ich weiß nicht, ob man es hier nochmal bekommt bei diesen Kisten hier. Und die habe ich direkt benutzt, um ein paar Leuten Gear zu geben. UR-Gear, richtig geil. Dann natürlich diese Kisten hier. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr fett auf jeden Fall. Das ist diese Supernova Hero Upgrade Box 1. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Ich glaube, die kann man vielleicht in der roten Supernova Jumping Box Tickets bekommen. Die in der blauen, in der neuen. I don't know. Vielleicht ist auch zufällig, was du für eine bekommst. Aber auf jeden Fall, die ist viel geiler, weil du einfach Demonic Beast Sachen bekommst hier drinne. Und das ist diese Random-Kiste, die jetzt meiner Meinung nach nicht allzu besonders ist, warum auch immer. Aber sie ist bei Round 11 drin und das könnt ihr immer wiederholen, deswegen sehr, sehr entspannt. Dann haben wir auch noch ein neues Minigame Percival. Ich glaube, das hatten wir schon mal. The Finger of God, I don't know. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Möglich ist es, aber könnte auch neu sein, I don't know. Sehr, sehr geile Belohnungen. Wieder ein, wieder ein Lucky Pack Ticket, genau. Und dann auch ein paar Jumping Box Tickets. Wie gesagt, nice Belohnungen, aber nichts Besonderes. Was auch sehr, sehr geil ist, ist, dass wir den Final Boss
von dem Trio of Troublemakers wiederbekommen, also Gil Thunder, Hauser und Greamore, glaube ich, hieß der, genau. Und an sich, der Shop ist geil, weil du kannst dir halt OG-Mats holen, du kannst dir diese Lila Stones holen, du kannst dir Belmoth-Mats holen, du kannst dir hier wieder Jumping-Box-Tickets 100 holen. Sehr, sehr entspannt und an sich auch nicht schwierig. Ich frage mich gerade, ob das aber eine neue Schwierigkeitsstufe hat. Ich glaube aber nicht. Leider, schade, es ist wirklich schade. Ich hätte mich für eine neue Schwierigkeitsstufe gefreut. Ja genau, normal, hart und extrem, kein Challenger leider. Challenger würde ich da füllen, weil an sich ist da wirklich sehr, sehr einfach. Das schaffen auch die größten Anfänger. Deswegen macht den einfach ganz entspannt. Ich glaube, der hat auch keinen bestimmten Gimmick gehabt. Packt einfach eure stärksten Units rein, dann passt es schon. Dann auch noch extra, die Event-Post-Parade geht weiter, nämlich jetzt mit, wer ist der Kimara? Genau. Viele nennen in der Community einfach Pikachu, aber wir bleiben, würde ich sagen, mal bei Kimara. Da bekommt ihr auch wieder Jumping-Box-Tickets, aber diesmal für die rote Box, genau. Falls ihr die aber schon habt, ist unfortunate, weil ich habe sie jetzt auch schon max, aber ihr bekommt dann immer diese eine Random-Kiste, wo ihr da ein Random-Item bekommt, was ich vorhin erwähnt habe. Das Exchange-Shop sieht nicht besonders aus, aber dafür hier das hier, die blauen Jumping-Box-Tickets bekommt man da sehr, sehr entspannt. Nochmal ein Card-Pack für das Card-Set, für das neue Card-Set, das Event-Card-Set. Sehr, sehr geil. Dann natürlich Fall to Great Special Dungeon, wo du einfach reingehen kannst, mit Skip-Tickets machen kannst. Das ist das Clear-Count-Reward. Sehr, sehr cool mit den Super Awakening Coin. Bekommst du 7 Super Awakening Coins pro Woche. Ist entspannt, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann Fight Festival Clear-Count. Auch wieder geil, weil ihr müsst einfach 12 Mal pro Woche gewinnen, was eigentlich relativ entspannt ist. Vor allem, wenn ihr halt gechillt spielt und gechillten Ranks seid. Oder auch, wenn nicht mal, auch wenn ihr in Champion 5 seid, könnt ihr 12 Wins machen. Also, sage ich euch ehrlich. Dann, 3 Super Awakening Coins, genau. Diese Jumping Box ist sehr, sehr entspannt. Und nochmal jeweils 5 von diesen Lila Stones. Sehr, sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Battle Event, nichts Besonderes, mache ich sowieso nie. Ich denke mal, ihr macht es schon, aber ihr wisst, wie es bei mir ist. Was ich sehr, sehr lustig finde, ist, dass ihr jetzt einen Shop habt, einen Webshop. Nämlich könnt ihr jetzt über Internet, über den Browser, einfach euch Sachen kaufen für Grand Cross. Ich denke mal, es läuft so, dass ihr einfach euch da einloggen müsst mit eurem Grand Cross-Account oder mit einem iOS-Account oder irgendwie sowas. Und dann könnt ihr darüber einfach direkt kaufen. Schon sehr, sehr cool, aber ja, teilweise ein bisschen unnötig. Keine Ahnung. Man kann es ja über ein Handy machen und jetzt auch über ein PC. Deswegen warum über einen Webshop jetzt auch noch? Gut, aber keine Ahnung, wie die wollen. Vielleicht für Leute, die auf BlueStacks aus irgendeinem Grund spielen und nicht über BlueStacks irgendwie bezahlen wollen. Aber das wäre ja noch das Dümmste, was man machen könnte. Dann ein paar Miscellaneous, Bugfixes, nichts Besonderes. Darauf gehen wir aber nicht ein. Nur, dass jetzt bei Heroes Arena Nascience auch der Special Hero sein wird. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Geiler Part 2, muss ich sagen. Sehr, sehr viele Belohnungen. Natürlich, Highlight ist auf jeden Fall das hier. Jumping Box Ticket Part 2. Und natürlich auch der Nascience, weil er an sich wirklich, wirklich nicht schlecht ist. Auf ihn gehen wir aber jetzt ein. Als allererstes würde ich euch gerne seinen Banner zeigen. Und sein Banner sieht wie folgt aus. Nicht schlecht, aber ist auf jeden Fall kein crazy Banner. Ist ein 600er Banner natürlich. Bei 300 bekommt ihr eine S-Sehr garantiert. Und bei 600 bekommt ihr Nascience garantiert. Baldur ist tatsächlich ein Banner drin. Ich glaube, das ist nicht die gute Valenti. Ich verwechsel die immer. Ich glaube, das ist nicht die Ratatosk-Valenti. Das ist die Christmas-Valenti, genau. Dann die Christmas-Liz. Henriksen braucht ihr nicht. Den braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Braucht ihr nicht. Link natürlich. Tamil-Link für Anfänger vor allem. Sehr, sehr geil. Er ist in Ordnung. Braucht man aber nicht. Und natürlich hier der Percival, der Green Percival. Der auch eine gute Human-Back-Unit ist. An sich kein schlechter Banner, er ist okay, aber auch kein guter Banner, so wisst ihr, was ich meine. Wenn ihr aber da reinsammt, dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Glück. Aber vielleicht würdet ihr euch erstmal anhören, was ich denn zu ihm sage. Gehen wir mal direkt auf seine Passive ein. Seine Passive ist relativ interessant. Am Anfang des Battles macht er 3 Toxin-Debuffs sozusagen auf ihn selber drauf, also auf Nascience drauf. Und Toxin ist wirklich ein Debuff für Nascience, nämlich minus 2% Defense. Und das ist crazy, weil ich kann mich nicht erinnern, dass sich jemand selber einen 2 oder einen prozentualen Ansatz von Defense oder Attack Debuff gab. Bei Nascience macht es aber sehr, sehr viel Sinn, weil er experimentiert ja gerne und sowas, wenn ihr Fortnite of Apocalypse geschaut habt. Das Geile ist aber, wenn ein Toxin weggemacht wird, also removed wird, am Anfang jedes Turns von dir, bekommen alle spezifischen Allies 10% Attack-Related Stats
drauf. Also in dem Sinne, nach 3 Turns bekommt ihr 30%igen Attack-Related Stat-Buff auf allen Allies. Und die spezifischen Allies sind einmal Human und auch Four Knights of Apocalypse. Was traurig ist, ist, dass der an sich der Lancelot nicht funktioniert mit Nascents. Also er funktioniert schon, aber hört mir jetzt mal zu. Weil der Lancelot funktioniert ja mit Humans und Four Knights of Apocalypse. Und das gleiche auch Nascents. Das Geile ist, Nascents ist ein Human, deswegen funktioniert Lancelot. Aber was ich sagen will, verwechselt bitte nicht. Nascents ist keiner der Four Knights of Apocalypse. Es sind nur Lancelot, Tristan, der Sohn von Meliodas und Elizabeth. Gawain, die kennt man noch nicht in-game, ist noch nicht da. Und Percival. Also, wenn da steht, Four Knights of Apocalypse, funktioniert es nur mit diesen Units, aber nicht mit Nascients. Also, falls hätte er die Human Passive, den Human Teil nicht, dann wäre Nascients gar nicht kompatibel mit ihm von seiner Passive aus. Aber Gott sei Dank hat er die Human Passive und er ist ein Human, deswegen passt es ja eigentlich. Dann dazu noch, für jeden spezifischen Ally, der im Battle dabei ist, werden diese Basic Stats um 5% erhöht und der Damage Taken, den man bekommt, halt um 10% verringert. Sagen wir mal, 3 der spezifischen Allies in einem Match, 15% Basic Stat Erhöhung und 30% Damage Reduction oder Damage Taken, also den Damage, den ihr bekommt, einfach um 30% verringert. Und das ist schon sehr, sehr geil, das ist schon sehr, sehr geil. An sich wirklich eine gute Passive, meiner Meinung nach, die auch sehr, sehr gut zu Nascients passt. Aber da hört es noch nicht auf, weil jedes Mal, wenn Nascients einen Recovery Skill benutzt, hat er ja hier unten, werden von den spezifischen Allies die Basic Stats nochmals um 5% erhöht, bis zu 15%. Und wenn du das erste Mal einen Recovery Skill benutzt, genau, werden von Nascients die Skills aufgerankt. Das ist schon wirklich cool gemacht. Das ist schon wirklich cool gemacht. Wie gesagt, Toxin einfach 2% weniger Defense und spezifische Allies Human und Four Knights of Apocalypse. Sehr, sehr geile Passive, muss ich sagen. Und hört sich relativ interessant an. Jedoch muss ich euch ehrlich aber sagen, bevor wir jetzt weiter unten eingehen, einzigste Problem, was ich hierbei habe, ist, dass er halt leider nicht in der Bag funktioniert und du ihn wirklich vorne spielen musst. Und wenn er nicht krass geil viel CC hat, dann bringt es einem leider nichts. Dann bringt es einem leider nichts, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Dennoch, seine Skills sind relativ cool, weil sein erster Skill ist, wer jetzt gedacht, ein Cancel Stance und ein Stun. Also er tut Stance canceln und direkt Stun, weil wir haben natürlich die Eldiana jetzt bekommen und die haben sich gedacht, ich glaube, Nascents muss ein bisschen die Eldiana nerven. Sehr, sehr cool, aber ob man ihn, wie gesagt, braucht, andere Frage. Dann natürlich auch Recovery Skill. Einfach die 50% von Dinger verlorenen HP werden wiederhergestellt. Und tut Debuffs removen. Die Ultimate ist aber noch kranker. Nämlich tut auch Debuffs removen von allen Allies. Und du bekommst Debuff Immunity. Und dazu noch Attack Rated Stat Buff um 50% und Defense Rated Stat Buff um 75% für 4 Turns. Das ist wirklich crazy. Vor allem liebe ich die Ultimate, weil es macht schon Sinn, vor allem auch wieder für seinen Charakter, dass du Debuff Immunity bekommst, weil er macht so die Debuffs weg, er hat sie daran rumprobiert, dran getestet und sowas und hat dann so ein Gegengift an sich gemacht und deswegen hast du diese Debuff Immunity. Sehr, sehr coole Ultimate und ich würde sagen, schauen wir uns diese auch mal an, oder? Ich glaube, die haben sie hier oben, genau. Schauen wir uns diese auch mal an gleich. Sehr, sehr cool. Ja. Er mischt sich so rein wie im Anime und deswegen hat er so Debuff Immunity jetzt. Er hat alle Debuffs reingenommen und deswegen hat er diese Debuff Immunity jetzt. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Wirklich. Fühle ich richtig. Wie gesagt, ihr habt ja schon meine Meinung ein bisschen rausgehört. An sich sehr, sehr coole Unit. Leider kann man ihn nicht in der Bag benutzen. Ich denke eher weniger, dass er wirklich Meta sein wird. Ich kann mir tatsächlich sehr, sehr geil irgendwie im PvE vorstellen. Vor allem wegen diesem Debuff-Immunity und sowas. Wegen dem Heal, wegen dem Cancel-Stance und so. Und wegen dem Basic-Stat-Increase, wegen dem Skill-Rank-Increase. Hört sich alles für mich eher nach PvE an. Kann man sicherlich aber auch sehr, sehr geil im PvP benutzen. Ich würde persönlich aber da nicht reinsummen. Vor allem, wir hatten ja jetzt Lancelot. Dann Part 2 natürlich Nascients. Bald New Year's Festival und den Shop-Sale. Wird alles sehr, sehr knapp, wenn man da wirklich noch reinsummen will. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem neuen Nascients haltet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.